So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, letztes Mal. Ja, wollte ich einen Run machen wie den Run davor, in Richtung Delirium. Leider hat sich Delirium nicht gezeigt nach dem Herzkampf. Vielleicht ist das nur zufällig oder so, keine Ahnung. Würde ich jetzt vermuten, spontan. Aber wir werden uns jedenfalls weiterhin in diese Richtung begeben. Und ich meine, es geht am schnellsten mit Azazel, deswegen würde ich bei Azazel bleiben. Ja. Bevor ich jetzt hier sprenge, warte ich ab, was für ein Item ich bekomme im Itemraum. Ich muss praktisch nicht auf... Achso, doch, ich muss... Ja doch, wenn ich zu... Ist es dann vielleicht so, dass man manchmal nach dem Herz auch das Void bekommt, aber immer nach Hash? Und um zu Hash zu kommen, muss man ja in 30 Minuten beim Herzen oder halt... Jo, moin. Ja, gut. Muss man ja... Ja, das bringt mir viel. Muss man ja... ihr wisst, was ich sagen will. Bei It Lives oder beim Herzen sein. Und es besiegt haben. Oh, da ist nochmal ein blauer Stein. Okay, wir haben zwei markierte Steine. Okay, die Frage ist jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, das dürfte doch böse was bringen. Das fühle ich. Das fühle ich extremst. Das Problem ist, dass ich nur noch zwei schwarze Herzen habe. Und jetzt muss ich echt auf die Energie achten. Weil das würde ich ungern verlieren. Also, da müssen wir einmal hier sprengen. Oh! Da wird sich gleich erstmal richtig gegönnt. Jawohl, ja. Okay. Dann gönnen wir uns hier auch noch. Oh, da gönnen wir uns ja wirklich. Okay, damit gönnen wir uns weniger. Aber dann gönnen wir uns hier nochmal. Wenn ich jetzt noch... Oh mein Gott. Yo. Yo. Der Start hat sich spontan zu einem viel besseren... Oh mein Gott. Wow. Eine Sprengung hat schon so viel gemacht gerade. Ich habe halt super Glück gehabt, dass der eine Stein da auch noch gleichzeitig crawlt. Oh mein Gott! Was ist das für ein Anfang? Was ist das für ein Anfang? Yo, tschüss. Mach Abflug. Au. Jetzt sollte ich mich nicht treffen lassen. Yo, das ist ja... Also das... Das ist ein Anfang, den würde ich so dann auch weiterverkaufen, gerne. Kein Problem. Okay. Gut. Sehr schön, einmal des Stars. Und eine Bücherei. Drei Bücher? Zwei Bücher. Na gut, zwei Bücher, besser wie nix. Aber immerhin Book of Belial dabei. Sehr gut für Bosskämpfe. Sehr gut für Bosskämpfe. Oha. Okay. Okay. Ja, okay. Mein Tier ist ab, ist wieder weg. Aber ist okay, damit kann ich leben. Wir porten uns direkt in The Stars, weil dann komme ich hier schadfrei raus. Ganz kurz. Nicht, dass das jetzt so ein Gegner-Pull-Ding ist. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein Magnet, der Items anzieht. Aber auch da muss man aufpassen. Ich glaube, das kann auch Bomben betreffen. Horses pickups on the floor move towards the player. Is capable of opening chests from a small distance. Does not apply to locked chests. Okay. Nee, kann ich mitnehmen. Ist kein gefährliches Item. Ist kein gefährliches Item. Kann ich mitnehmen. War mir nicht sicher, weil es gibt auch... Ne, genau. Ich glaube, es hätte auch eins gegeben, was dann solche Bomben noch zusätzlich anzieht. Das hätte ich gerne... Ja, das ist in Ordnung. Ne, das kann man machen. Das kann man sogar sehr gut machen.
Jo, das ist schon sehr, sehr gut, was hier gerade abgeht mit dem ganzen. Mit den ganzen Vielfachschüssen. Okay, dann können wir eigentlich direkt zum. Ja, nicht direkt zum Boss, aber der Shop wäre jetzt halt Sinn. Aber wir haben keinen Shop. Also wir haben kein Geld, wollte ich sagen. Also wir haben keinen Schlüssel, wollte ich sagen. Mein Gott. Ich bin aufgeregt, sorry. Ich bin ein bisschen aufgeregt bei der. Also, bei dem Anfang. Das ist ein Anfang, den hast du nicht alle Runs. Also diesen Anfang hast du wirklich nicht oft. Also, weil das war einfach zu viel auf einmal. Das war einfach zu viel Gutes auf einmal. Das war in einem Markt Rock den Small Rock finden. Das war einen Crawl Space finden. Das war richtig viele blaue und schwarze Herzen bekommen. Das ist insane. So. Hier ist jetzt der Satan-Deal, den gehen wir nicht. Sondern wir gehen. Yo. Na, welche einen mache ich das jetzt mal nicht? Genau, wir gehen erstmal in den Itemraum. Oder ich wäre fast in den reingelaufen. Das wäre etwas ärgerlich geworden. Okay. Den kann man sehr gerne mitnehmen. Der lädt nämlich auch auf und macht dann auch coole Dinge. Dann können wir jetzt eigentlich hier auch mal kurz durchwuseln. Ja, das war es auf jeden Fall schon wert. Ich meine, es kostet jetzt ein bisschen Zeit, aber das ist okay. So viel Zeit kostet es auch nicht. Wir kommen halt durch diese Brimstone-Fähigkeit und durch unseren Damage. Gut, der ist noch gar nicht so hoch, der Damage, ne? Das war eigentlich mehrere. Das war eigentlich alles. Oh, hoppla. Das war eigentlich alles so ein bisschen geupt, nicht nur Damage. Ach Mensch. Die Treffer sind schon wieder dumm, die ich hier fabriziere. Ding ist halt, ich habe im Moment nichts zum Aufladen. So, wenn ich rote Herzen bekomme, nützen sie mir nichts. Weil ich sie. Oh mein Gott. Weil ich sie nicht aufladen kann und wenn ich getroffen werde, ist die Energie halt weg. Also da muss ich schon noch aufpassen. Ich sollte. Oh mein Gott! Ich sollte nicht so tun, dass dieser One jetzt einfach durch ist. So sollte ich nicht tun. Aber der One ist schon ziemlich gut. Mega Bomb macht Bigger Boom. Machen die dann eigentlich auch Bigger Boom? Ich hoffe nicht. Ach, jetzt hat er mir meinen wieder weggemacht. Hier nochmal ein Schlüssel. Nochmal ein Schlüssel. Ich gucke ganz kurz nach Markt. Ja, ja, Markt Rock. Markt Rock. Markt Rock ist am Start. Ja, wie gesagt, Bigger Boom. Muss man aufpassen, dass man nicht gefangen wird im Bigger Boom. Okay, das war die Geschichte. Dann kann man noch kurz den Geheimraum checken. Vielleicht kriegen wir ja langsam mal rote Herzen. Mein, der Profispieler braucht keine roten Herzen. Das ist mir schon bewusst. Okay. Ja, da könnte ein HP-Up drin sein, wenn wir ganz fix mal eben unterwegs sind. So, Lavas, wir was zum erstmal mitnehmen, solange wir keine andere Karte. Jawohl. Perfekt. Sehr schön. Ah, dann können wir. Ne, machen wir gleich. Erst kümmern wir uns um unsere Chance für den Engel-Deal. Es ist ja kein Deal, es ist ja einfach ein Engelraum eigentlich. So bezeichnet man es auch als Deal, ich weiß es gar nicht. Wir kriegen ihn jedenfalls nicht, das ist ärgerlich. So, aber wir kriegen einige rote Herzen und wir haben auch Lovers. Das heißt, ich kann jetzt hier. Oh, die kommen direkt zu mir, das ist nicht so, was ich wollte. Ich wollte eigentlich das so machen. So, jetzt holen wir uns noch ganz kurz das Herz. Und dann ist die Frage, ich würde ganz gerne noch. Wir gehen ganz fix zum Shop. Ist eine kleine Ebene, da werden wir den Shop sofort finden. Sage ich ja. Und das nochmal ein Herz. Und das sind zwei Herzen sogar nochmal. Da können wir gleich nochmal die Maschine bitte. Oh mein Gott, jetzt haben wir auch noch den Kollegen. Schade, dass ich den nicht sofort gefunden habe, aber es ist in Ordnung. Auch das ist in Ordnung. Da ist was zum Aufladen. Das ist auf jeden Fall useful. So. Da ist ein blaues Herz. Das nehmen wir gleich noch mit. Sehr schön.
Jetzt ich werde ganz kurz noch mit der Maschine spielen. Ich werde es nicht allzu oft machen. Na, aber jetzt gerade am Anfang habe ich halt die Chance auf noch ein zweites HP ab. Das würde ich gerne ausnutzen wollen. Ich muss halt leider immer wieder hin und her rennen, weil ich kann jetzt nicht weiterspielen. Ich muss immer erst das Herz holen. Ich weiß, das kostet jetzt ein bisschen Zeit. Aber wir kommen ganz gut durch. Ich denke, die Zeit kann ich mir ganz mal eben fix nehmen. Ich denke, die Zeit darf ich mir mal eben fix nehmen. So. Wüsst ihr nicht, wie schnell er geht? Oder geht... Hättet ihr irgendeinen Tipp, wie schnell er geht? Ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. So. Das setze ich jetzt noch ein. Wenn es jetzt nicht explodiert, das Maschinending, dann habe ich Pech gehabt. Da unten sind auch noch Herzen, aber dann ist auch gut. Ja, okay. Dann lassen wir es. Wir haben Geld gesammelt dadurch. Ist auch in Ordnung. Abflug. So. Ah, ich hasse den Dude. Also ist schon eine nice Kombination, die wir jetzt hier haben. Muss man schon mal sagen. Oh, ein Dingsraum. Das will ich eigentlich jetzt überhaupt nicht. Würfelraum. Ne, den Würfelraum lassen wir gleich Würfelraum sein. Bevor ich hier mich reroll oder irgendein Blödsinn passiert. Das will ich überhaupt nicht. Ne, da muss ich auch zwei Schlüssel opfern. Ne, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ich möchte auch lieber dieses Trinket hier behalten, weil da kriege ich schöne Goodies aus den Kackhaufen. Und Goodies aus Kackhaufen bekommen ist immer gut. Au. Das ist ein dummer Treffer. So, jetzt wird wahrscheinlich ein Bosskampf im Shop auf uns warten, wenn ich das richtig vermute. Nicht mal. Nicht mal. Was macht die Steckdose? Was macht der Stecker? Es ist keine Steckdose, es ist ein Stecker. Lieber Stecker, was tust du? Und ich habe den Tipp bekommen, wenn es ein Shop-Item ist, soll ich doch einfach Shop eingeben. Und dann sollte das Ding auch leichter zu finden sein. Das heißt, irgendwo müsste ich jetzt diesen Stecker sehen. Tatsächlich, bei den Rebirth-Items. Achso, charge with... When your spacebar item is not fully charged, you can press spacebar to recharge it at the cost half of a heart per charge. Ja, okay. Ja, okay. Kann man ja einfach mitnehmen. Ist ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ich muss es ja nicht einsetzen. Und ich glaube, das Buch von Belial... Kann man das decken? Ja, man kann es decken. Das ist also eigentlich eine gar nicht so verkehrte Geschichte. Wir nehmen es mal mit. Ist ja kein Problem. Ich muss es ja nicht einsetzen. Na, wenn ich es jetzt nicht versehentlich irgendwann drücke, dann passiert ja nichts. Also wenn ich nicht gerade Space... Okay. Wenn ich nicht gerade Spacebar drücke, in dem Moment, wo ich das nicht aufgeladen habe, dann passiert ja nichts Schlimmes. Ja, das ist ja... Okay, da ist schon der Boss. Dann gehen wir da gleich mal rein. Können wir ja erstmal machen, aber ich muss noch den Itemraum suchen. Da will ich auf jeden Fall noch rein. Na, Itemraum auf jeden Fall noch, aber erstmal Chance auf Engel. Da ist mein Engelraum. Sehr schön. Und wir können gar nicht zwei davon nehmen. Oh, wir bekommen dieses Krönchen. Das ist auch eine coole Geschichte. Dann würde ich jetzt einmal ganz fix mich hier um dich kümmern. So viel Zeit muss sein. Gar kein Problem. Aua. Aber auch das nicht schlimm. Hier liegen genug Herzen rum. Und tschüss. Erhöht immerhin den Engel, die Chance auf den Engel-Deal. Und bevor wir... Ja, es erhöht die Chance auf den Engel-Deal. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich es gemacht habe. So, jetzt noch fix. Ist einfach eine Batterie, die brauche ich nicht. Jetzt fix den Itemraum suchen, das ist ein blöder Raum. Geht auf, geht auf, geht auf. Dankeschön. Geh auf. Hopp. Mach auf. So. Nice. Damit haben wir alles. Ja, ist ein Böhnchen. Das nehmen wir kurz mit. Dann haben wir das. Ist aber jetzt nichts,
was mega krasses. So, wenn ich berührt werde, gibt es so einen roten Effekt. Ist in Ordnung. Nichts Sensationelles. Wir gehen weiter. Ich bin bisher ziemlich begeistert von dem One, muss ich sagen. Aber das ist allein schon der Anfang gewesen. Der Anfang war halt schon böse interessant. Sag ich mal vorsichtig. Oh, wir sind direkt beim Itemraum. Nee. Nee. Das Ding ist, dadurch, dass ich immer wieder die Taste drücken muss zum Aufladen, drücke ich ja die ganze Zeit in eine Richtung. Das heißt, ich würde den sofort jedes Mal losschießen. Das ist mir fast ein bisschen zu riskant. Bin ich ganz ehrlich. Das ist mir fast eine Spur zu riskant. Da nehmen wir die Bombe nicht mit. Oh mein Gott, wo laufe ich denn wieder rein? Na, dadurch, dass ich aufladen muss, dann schieße ich den sofort los. Dann ist gerade ein Gegner vor mir. Und ich muss halt auch noch... Das kommt ja dazu. Ich muss ja auch noch nah an Gegner rangehen. Ich muss ja auch noch nah an Gegner rangehen, um überhaupt was zu erreichen. Also das ist eine sehr riskante Geschichte. Und dann das mit so einem Ding machen, sehe ich nicht. Da sehe ich mich eher nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen... wir gucken noch zum Shop. Der muss irgendwo in der Nähe sein. Der kann nicht so weit weg sein. So groß ist die Map scheinbar nicht. Oh, okay. Was bist du denn? Eine zerbrochene Spritze. Ich versuche jetzt mal... Oh, falsch geklickt. Cool. Ich tippe jetzt mal Syringe ein, weil Spritze heißt Syringe. Ha! Repentance Trinkets. Gives you a random syringe effect every room. Okay, auch interessant. Einen random Spritzeneffekt jeden Raum. Man könnte mal schneller sein, man könnte mal stärker sein. Ich würde aber weiter meinen Kackhaufen mitnehmen. Es klingt irgendwie falsch, aber es ist so. Irgendwie klingt es falsch. Egal. So, ganz schnell hier runter, dann ist da unten der Shop. Ganz fix, wir sind gut in der Zeit. Jetzt kommt noch hier ein Händchen runter, oder zwei, oder drei. Da kommen einige, ja. Ach, die zwei schießen weiter. Ah, jetzt komme ich in so einen Raum noch rein. Ja, hätte man sich vielleicht sparen können, nur für den Shop diesen Weg zu gehen. Okay. Das hätte ich mal herfinden können. Okay. 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 Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Ich habe das verstanden. Du magst mich. Ich habe das verstanden, Spiel. Es ist in Ordnung. Wenn wir jetzt noch ein Tiers abbekommen würden, dass wir ein bisschen schneller aufladen, das wäre ziemlich gut. Ah, überall Gegner. Das war doof. Was soll's. So, und dann ist hier der Shop. Alles klar. Yo, 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 yo. Treffer laden mich auf. Also, nicht Treffer laden mich auf, aber ich kann mich durch Treffer aufladen. Yo, das ist so gut. Also nicht ich lade mich auf, sondern das Baseball-Item lädt sich dadurch auf. Das ist so gut. Weil dadurch, dass ich es stacken kann, bedeutet das... insane viel Damage in Kämpfen, in denen ich öfter getroffen werde. Jetzt weiß ich nicht, ob bei einem Boss wie zum Beispiel Hush, wo der Damage ja runtergecapped wird, ob der dann trotzdem noch wirksam ist oder halt nicht. Also ob das dann doch schon stärkeren Damage macht oder ob es einfach bei dem Damage bleibt, den man hat. Das weiß ich halt nicht, ne? Das ist das Ding. Ja, das nützt mir alles nichts. Haben wir irgendwas, ist irgendwas aufgetaucht? Ja, ein Satan-Deal ist aufgetaucht. Jetzt gehen wir aber, jetzt gucken wir aber natürlich rein.
Okay, bei Pakt würdet ihr sagen, ich muss es auf jeden Fall mitnehmen, dann werde ich das auch tun. Dann ist mein rotes Herz weg, aber das ist okay. Die Tatze mitnehmen wäre kompletter Schwachsinn, weil ich habe kein einziges rotes Herz. Null. Okay, aber so ist das in Ordnung. Jetzt noch The Wafer, ich wäre happy. Zeitlich sind wir super gut drauf. Oh mein Gott, das wäre jetzt zu bald, das sogar zu nehmen, ne? Das gibt mir ja 3 blaue Herzen. Und die gibt es mir ja einfach so. Also, das lasse ich jetzt erstmal hier. Und wenn ich getroffen werden würde, dann könnte ich es eigentlich mitnehmen. Ich gucke nochmal ganz kurz, was das noch alles macht. Aber, das gibt mir, glaube ich, einfach nur... Ja, plus 4 Soul Hearts, das ist alles. Das wäre jetzt zu sammeln, wäre es jetzt kompletter Schwachsinn. Genau, es hat sonst keinen Effekt. Fully restores your wet health, habe ich nicht. Ja, okay. Nützt mir nichts im Moment. Sonst super nice, wenn ich jetzt öfter getroffen werde, dann kann ich es einfach einsammeln. So, ich kriege einfach 4 Herzen dadurch wieder zurück. Was super gut ist, gar keine Frage. Will mich gar nicht beschweren. Ne? Aber, oha. Ja, das war dieser Raum. Ja, jetzt kommt der Kampf. Im letzten Shop, den wir haben konnten, kommt er noch um die Ecke. Sei es drum. Dann können wir jetzt aber auch wirklich ein anderes Trinket mitnehmen. Wobei... bin mir noch nicht sicher. Der Jawbreaker. Das ist er nicht. Wie heißt das Ding denn? Ich habe gerade Jawbreaker eingegeben, das war es nicht. Nee, bei Jaw findet er nicht. Ja, Mist, dann war Jawbreaker der Untertitel. Aber es müsste ein Trinket von Repentance sein. Ach ja, Tears have a chance to become a tooth. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dann Brimstone ein Tooth feuert. Ah, ich bleib bei dem Kollegen hier, ist mir lieber. Bleib bei dem Kollegen hier, das ist mir. Oh, Card Against Humanity, okay. Ach, und guck mal, was wir hier haben. Tschüss. Einen wunderschönen Markt. Ja, okay. Das war dann die Ebene. Nee, stopp, das war die Ebene noch nicht. Wir werden jetzt ja zum Marm laufen. Wir waren noch nicht mehr im Itemraum. Den Itemraum würde ich schon noch sehen wollen. Also, den Itemraum, den möchte ich schon machen. Und Zeit ist mehr als genug. Wir können sogar dann problemlos in den Bossrush reingucken und schauen, was der so für uns hat. Da ist der Itemraum. Perfekt. Guck ich kurz mir die Steine hier noch an. Aber die Steine sehen jetzt auch nicht spannend aus. Ja, Robo-Baby nehmen wir mit. Das ist sogar das angenehme Robo-Baby. Das einfach so ein bisschen durch die Gegend feuert. Kann man machen. Shop waren wir drin. Da habe ich mich reingeportet, genau. Ja, dann bringt mir Cozy gar nicht mal was. Aber ich nehme Cozy mal als Item mit, dass ich es einfach eingesammelt habe, dass es aus dem Poolrauch raus ist. Ich glaube, das ist trotzdem eine gute Geschichte. Na, je mehr Items man hat, umso besser. Hat mir jetzt in dem Fall, wie gesagt, nichts gebracht. Ist mir bewusst, ich bin nicht blöd. Aber ich kann es ja nicht noch neu, nicht nach Mom nochmal holen. So, ich gehe jetzt zu Mom und das war... Ah, ich kann noch kurz hier sprengen. Ich gehe jetzt zu Mom und das war's. Okay, ich spreng hier nicht. Dann spreng ich hier. Ach, komm schon. Dann eben kein Geheimraum, ist mir jetzt zu doof. Da könnte noch einer sein. Ja, dann halt nicht. Moin! Yo! Das war ein böser Insta-Kill. Null. So, Satan-Deal ist aufgetaucht. Nee, das kannst du alles behalten. Dings ist auch aufgetaucht. Da ist ein Pilzchen. Da ist das Ding hier. Da ist das Ding. Da ist die Wolke. Okay, ich gucke ganz kurz den Pilz nach, aber ich glaube, ist das dieser Pilz, der Tears abmacht, aber dann ist alles kacke? Ist das dieser Pilz? Oder ist das ein anderer Pilz? Ich muss einfach nur Mushroom eingeben, dann müsste ich da sofort hinkommen. Nee, es ist nicht die Wavy Cap, es ist God's Flash. Tears now have a random chance to apply a shrinking effect, causing enemies to shrink in size. Ja, sehe ich jetzt
Ach so, geschrumpfte Enemies kann man überlaufen dann und dann werden die gequatscht. Ja, sehe ich jetzt hier nicht so die. Na, ist das hier Daddy Longlegs? Ist das das Ding, was dann, wo dann der Fuß runterkommt? Ich gucke ganz kurz den nochmal nach. Ich tippe mal Longlegs an. Ja, tatsächlich. Shadow Follows Isaac in Storms on Enemies. Das wäre sogar eine Geschichte. Das wäre sogar eine Geschichte. Die Frage ist halt, wir haben 18 Minuten. Wie lange brauchen wir für den Boss Rush? Und dann ist die nächste Frage. Kommen wir heil aus dem Boss Rush raus? Aber ich würde schon sagen, ja, ich meine, wenn ich getroffen werde, kriege ich Damage. Und komm, wir nehmen Daddy Longlegs mit. So, why not? Wir machen ja enorm viel Damage. Also ich sollte hier echt schnell durchkommen. Also der Boss Rush alleine ist nochmal ein Rush. Oh, keine Ahnung. Hier, und jetzt decke ich nämlich den Damage hoch. Für den Raum. Weil sobald ich getroffen werde. Es lädt sich ja von selbst auf. Ich habe ja eine Batterie, die sich von selbst auflädt. Ah nee, dadurch, dass ich Gegner besiege, lädt sich's auf. Yo, das ist voll gut. Das heißt, ich mache jedes Mal mehr Damage. Zack, noch mehr Damage. Jetzt haben wir schon 16 Damage. Jetzt haben wir schon 17 Damage. Fast 18. Das habe ich gar nicht bedacht. Das habe ich gar nicht bedacht, dass das ja auf die Art und Weise wirkt. Jetzt haben wir 18,49 Damage. Jetzt haben wir 19,63 Damage. Yo! Das ist ja insane. Jetzt haben wir 20 Damage. Ah, ich kann schon wieder einsetzen. 21 Damage. Gibt es eigentlich ein Maximum für Damage? Ach Gott, ich lasse mich von einem treffen. Das ist aber ziemlich blöd, was ich da anstelle. Oh, wo bin ich reingelaufen? Irgendwo bin ich reingelaufen. Ich weiß nicht wo. Wo ist er? Da. Ciao. Ach Mist! Wovon wirst du? Jetzt wirst du. Jetzt legst du los. Jetzt nicht mehr. Ah, ich muss die Dinger wegmachen. Jetzt legst du wieder los. Ciao. Ach komm! An sich ist es ein Massaker, aber ich werde viel zu oft getroffen. Das gebe ich durchaus gerne zu. Wir sind bei 24 Damage. Und es gibt nochmal What's in the Box. Okay. Ja gut. Hätte besser laufen können, was meine Energie angeht. Aber gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Na, kann man machen. Gut, ist hier noch ein Tinted Rock oder sowas? Nein, dann Abflug. 8 Minuten bis zu Mom. Dann haben wir Hush sicher. Und ja. Darf jetzt halt nicht getroffen werden. Ich meine, ich bekomme immer noch ein ganzes Herz Schaden, wenn ich getroffen werde. Das gilt nach wie vor, da muss ich nach wie vor böse aufpassen. Also ich habe ja keinen. Aber ja.
Jo, aber mein Damage bleibt. Ich dachte, das wird... Jo, mein Damage bleibt. Ich dachte, das geht wieder weg. Achso, es geht auch wieder weg. Es bleibt bei 21. Okay, es bleibt bei 21. Ich habe nichts gesagt. Es bleibt bei 21. Was haben wir hier? Purity nehme ich einfach mit. So, zack. Gibt's ein blaues Herz für mich in dem Fall. Hm, drei Schlüssel habe ich. Soll ich da jetzt weitermachen? Ach so. Das war's dann auch schon. Okay. Das war ein kurzes Vergnügen mit der Himmelskiste. Ist die jetzt wieder zu? Nein, sie ist einfach weg. Okay. Auch interessant. Ah! Auf das Herz, auf das Herz, auf das Herz, auf die Herzen, auf die Herzen, auf die Herzen, auf die Herzen. Sonst auf nichts anderes. Mal kurz gucken, was der Effekt macht. Nee, macht in dem Fall nichts. Okay. Oh, das ist jetzt vor allem nice, weil ich das Trinket noch habe. Und hier Sachen dann spawnen. Aber leider nur rote Herzen, ne? Die spawnen leider nichts. Aber die Münzen sind vielleicht noch nützlich. Vielleicht sind die Münzen später noch nützlich. Das weiß man jetzt noch nicht. Vielleicht finde ich ja noch einen Bagger oder so. Und dann kann ich mir eine Semmel kaufen. Sorry. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Muss ich dann nachher zusammensetzen, die Parts. Wir waren... Aber gerade habe ich es gesagt, wenn ich noch einen Bäcker finde. Da ist mein Bäcker. Da hole ich mir Semmeln. Sorry. Jawohl, das ist meine Semmel, die ich wollte. Das ist die Semmel, die ich gesucht habe. Denn das würde ja auch bedeuten, wenn wir gleich noch einen Satan-Deal bekommen würden. Selbst dann kann ich was draus machen, ne? Weil rote Herzen, Deal, ihr versteht. Of course versteht ihr. So, ich gehe ganz kurz noch für Geheimraum. Der könnte hier sein. Der könnte hier nicht sein. Der könnte hier sein. Aber dann lasse ich's. Hier könnte noch der andere Raum sein. Okay, dann lassen wir es. Ah, okay, wir gehen hier noch kurz rein. Okay, da gehen wir tatsächlich rein. Jawohl. Münzen. Und gibst du mir noch was? Nö, du gibst mir Spinnen. Dann will ich nichts von dir wissen und wir gehen weiter. Zum richtigen Daddy Longlegs. Aua. Der einmal einfach auf die Schnauze bekommt. Kein Raum, nix für mich. Short. Sehr short, kann man nichts ändern. Weiter im Programm. Also Hush ist auf jeden Fall schon mal drin. Die Frage ist, ob wir dann zu Hush gehen, ne? Also, soll ich dann weitergehen und lieber einen einfach... Oha. Das hat wehgetan. Und lieber einen... Oh ja, nice. Und lieber einen insane normalen Run starten und... Oh nein. Oh nee, Leute, macht das nicht. Okay, 5 Minuten. Ich kann mir halt Pretty Flies holen, das ist das Ding. Das ist nicht, was ich wollte. Oh Gott, ich... Ah, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich Pretty Flies. Okay, wir machen Folgendes. Die nehme ich noch... Nee, die nehme ich nicht mit. Null. Wir machen Folgendes. Wir suchen Boss... Wir erledigen Boss und dann ist doch der Raum offen, oder? Dann müsste ich doch die restliche Zeit nutzen dürfen für Dings. Sehe ich das richtig? Ich hoffe, ich sehe das richtig. Interessanter Dings. Okay. Ah, muss ich wieder da runter? Muss ich wieder da runter nachher? Nee. Will das nicht. Okay,
Okay, jetzt macht es sich doch bezahlt, dass ich das weiterhin mitgenommen habe, weil jetzt kommen doch aus den Kackhaufen auch blaue Herzen raus. Na, deswegen habe ich das auch... Jo, was war... Das gibt mir... Ich glaube, das gibt mir Soul Hearts. Ich glaube, das nützt mir jetzt gar nicht mal was. Null. Oder das gibt mir 6 Soul Hearts? Ne, 3 Soul Hearts? Ah, das ist Way... Das ist Wafer! Das ist wie Wafer! Das ist wie Wafer! Ich nehme es jetzt gleich mit, bevor ich das noch komplett verpeile. Das ist wie Wafer. Wenn ich getroffen werde, habe ich eine 50%ige Chance... Also es ist nicht ganz wie Wafer. Eine 50%ige Chance irgendwie, dass ich dann halben Damage-Schaden und so... So ähnlich ist es. Es ist nicht ganz wie Wafer. Ich hab nichts gesagt. Don't listen to me. Ich laber Scheiße. So, hier noch kurz Geheimraum. Sehr schön. Doch, du bringst mir richtig viel. Okay. Dann einmal Mom. Oder It Lives Air. Mir wäre trotzdem, wie gesagt, echt lieber, wenn wir noch sowas wie Dings bekommen könnten. Emperor nützt mir nichts mehr. Da nehmen wir jetzt auch nichts mit. Wobei, was war das? Ah, was war jetzt das obere wieder? Ich habe es das letzte Mal schon mal nachgeguckt. Das ist ein komischer Gehstock. Ich merke mir das nicht, was das ist. Ach, der, ja, dass ich Brimstone einsetzen darf für den Raum, in dem ich bin. Ja, moin. Das tue ich schon die ganze Zeit. Lul. Okay, ich hätte jetzt... Hätte ich es gewusst, hätte ich zum Beispiel jetzt sagen können, das hier Item... Ich nehm das Item und dann hole ich mir das andere Ding. Ich könnte jetzt... Okay, soll ich 3 blaue Herzen opfern? Was macht denn das Ding nochmal? Ist das 4-Shot? Any enemies that come within close range of Isaac will become feared. Which causes them to flee. Aber ich gehe ja fast nur noch gegen Bosse jetzt. Na... Es sind halt 3 blaue Herzen nur. Was ich jetzt wieder nicht weiß, wenn ich jetzt an der Maschine spiele und die 30 Minuten sind rum, komme ich dann noch zu Hasch? Ich will jetzt lieber nicht mehr an der Maschine spielen. Bin ganz ehrlich, ich spiele lieber nicht mehr an der Maschine. Aber das 4. Ding würde ich mir jetzt doch trotzdem gerne holen wollen. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Emperor, wie gesagt, brauchen wir nicht. Wir gehen weiter. Ich könnte noch... Warte mal, was sehe ich denn da? Oh, ich habe da was liegen lassen. Das hole ich mir schnell noch. Die Zeit haben wir. Habe ich noch was liegen lassen? Ah, da unten ist noch ein blaues Herz. Okay. Speedrun nach unten und Speedrun wieder nach oben. Wir haben ja keinen Fluch. Ich laufe eigentlich recht schnell durch, ne? Ich hoffe, dass ich mir jetzt dadurch nicht, Wash oder so. Wash, sag ich schon. Hasch. Okay, hat sich erledigt. Wo ist meine Karte? Wo ist meine Karte? Ja, scheiß drauf, wir gehen. Ach, da ist meine Karte. Wir gehen, bevor ich hier zu langsam jetzt nach oben bin. Wir hauen ab und gehen zu Hasch. Ich weiß halt nicht, ob wenn man das einmal aufmacht, ob es dann offen bleibt. Und jetzt werde ich wieder sagen, du spielst es schon so lange, du musst es wissen. Ja, ich weiß es halt trotzdem nicht. I'm sorry. So, ich gehe kein Risiko mehr ein. Und wir haben ja Schlüssel, wir kriegen ja die ganzen Items jetzt auch noch geschenkt, die wir hier, ne, und so. Und jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, Dr. Fetus oder die Tomate. Ist Dr. Fetus jetzt... Hat es einen Effekt auf die Brimstone-Geschichte? Ha. Werden wir gleich rausfinden. Ich muss es nur kurz suchen. Fetus. Oh, welches ist denn das? Ist das Epic Fetus oder Dr. Fetus? Weil Instead of Tears, Isaac shoots Bombs ist das eine und das andere ist der Airstrike.
Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich gerade ein bisschen Bedenken, dass das nachher schief geht. Ich weiß nicht, was das jetzt auslöst mit meinem... Kann ich hier Synergien... Man konnte doch auch irgendwie mal Synergien nachgucken. Irgendwo konnte man doch so Synergien nachgucken. Aber gibt's das noch? Ist das... Ist das noch ein Ding? Ist das noch... Also funktionieren die Synergien, die es mir hier anzeigt, noch? Ich glaube es nämlich nicht. Also, weil nach dem alten Isaac sagt es mir... Ah, ich muss, glaube ich... Ah, Afterbirth habe ich neue Synergien, kann ich anklicken. Aber für Repentance habe ich keine Synergien. Okay, ich mache mal Brimstone und Dr. Fetus. Ah, ich hau zusätzlich Bomben raus. Ist das so klug? Na, dass ich mich öfter spreng dann jetzt, ne? Ist das so klug? Ich weiß es nicht. Und wenn ich, wenn es Epic Fetus wäre, dann würden die Missiles in... Aber es ist nicht Epic Fetus, ne? Es ist das andere. Okay, was macht die Tomate? Ah, shit, ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn dann die Bomben da losziehen. Die Tomate hatte ich auch schon mal gehabt. Rotten Tomato. You have a chance to fire a tear that marks enemies red and slow them. Ja, das nützt mir nicht so viel. Oh, was mache ich jetzt? Ja, nun. Zusätzlich Bomben kicken? Klingt nicht verkehrt, aber ich muss halt dafür nah an den Gegner ran. Am Ende spreng ich mich. Das wäre nicht so geil. Andererseits mache ich halt großen Bombenschaden und Radius und so. Wollen wir es probieren? Na, wenn ich es versaue, versaue ich es. Ach so, ich hau die so weg. Ah, das heißt, ich schieße die nicht. Okay. Okay. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Dann haben wir hier den Hut. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Den kann ich jetzt so schnell nicht finden. Den hatten wir aber auch schon 5000 Mal. Und das andere ist so ein Cross-Shot oder sowas, ne? Ach, Parasite, Split-Shot, genau. Isaac Tears now split into two upon contact with enemies on audio environment. Ich weiß gar nicht, ob das mit Bomben funktioniert. Und das andere ist, glaube ich... Ah, Mom's Eyeshadow, Charm Tears. Tears have a random chance to charm enemies. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Aber es ist ein Mom-Item. Vielleicht finde ich noch mehr Mom-Items, dann könnte ich da... Wie ist denn das jetzt passiert? Hilfe! Das sah brutal aus. Das war nicht, was ich wollte. Cool. Oh, nice. Jo, aber was da gerade passiert ist, war nicht, was ich wollte. Okay, Lack ab. BFF. Sehr gut. Hat das jetzt einfach aus irgendeinem Grund die in alle Richtungen gefetzt? Das sah nicht gesund aus. So, ich habe ja Zeit. Ich habe Angst. Ich habe Angst, in den Kampf zu gehen. Oh mein Gott, ich werde mich selber sprengen. Ich werde mich selber sprengen, mark my words. So wie gerade, wenn die einfach in alle Richtungen wegzischen. Eat this. Achso, hier, habe ich ganz vergessen. Eat this. Mehr Damage für mich. Yo! Manchmal haut sie einfach in alle Richtungen. Okay. I see. Macht das jetzt eigentlich dann... Oh Gott.
Macht es eigentlich dann einen Unterschied beim Schaden, wenn ich hier noch mehr abgebe? Ah, aber es gibt dieses... Also er kriegt auch diesen Effekt drauf. Das ist ja auch schon mal interessant. Und tatsächlich, mein Damage ist runtergegangen, aber jetzt geht mein Damage auch wieder höher. Mit dem Buch. Oh Gott, ich werde mich sprengen. Ich werde mich selber sprengen. Das ist nicht... Oh mein Gott. Das ist gefährlich, was ich da... Also das ist ganz gefährlich mit den Bomben. Mit dem höheren Blast-Radius auch noch. Oh mein Gott. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Aber es ist so auch schon nicht gut, was hier die ganze Zeit passiert. Mit dem ganzen anderen Zeug. Nein. Nein, jetzt macht er wieder die Kacke. Nein! Oh Gott. Nein, geh weg. Okay, wir haben Hushdown. Aber at what costs? Holy shit. Oh mein Gott, gebt euch einfach mal, wie viel Herzen ich verloren habe in dem Kampf. Kann ich noch zurück in den Shop und mir mein blaues Herz holen? Chillig. Dann könnte ich mir doch noch ein blaues Herz. Oh, Himmel hilf. Oh, Himmel hilf. So, und hier geht's in Void. Super cool. Das mit den Bomben ist nicht gut. Das habe ich nicht bedacht, dass das sich so auswirkt. Okay. Nice, ich sehe die Karte nicht. Ich sehe in der... Oh mein Gott. Mhm. Kann ich die so eigentlich öffnen? Ja, die kann ich so öffnen. Okay, ich sehe jetzt in dem Void die Karte nicht. Leute, ich habe ein Problem. Oh, scheiße. Ja, ich habe ein fettes Problem. Ich kann vor allem nicht bestimmen, in welche Richtung die Bomben wegzünden. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Bossraum. Bitte nicht gleich die Tür. Oh mein Gott. Soll ich es wagen? Das geht schief. Wenn das jetzt Delirium ist, das geht so schief. Das geht so schief. Ich muss es probieren. Ich weiß ja nicht, was es ist. Oh shit, das mit den Bomben ist nicht gut gelaufen. Das mit den Bomben ist überhaupt nicht gut gelaufen, Leute. Es ist noch nicht Delirium. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Nein! Wie soll ich denn dem ausweichen, wenn ich die so reinpfeffer? Scheiße. Nein. Wie soll ich... Wo soll ich da hinlaufen, wenn es passiert? Nein! Oh shit, ich spreche mich einfach selbst. Ja, nun, also. Könnt ihr immer warten, bis er sich einfach drum kümmert? Hier mein Daddy Long, oh mein Gott. Oh mein Gott! Bis mein Daddy Long Leg sich drum kümmert.
Oh, verdammte Axt. Wo sind meine Herzen? Da. Oh, verdammte Axt. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ich setze jetzt hier mal Card of Humanity ein. Und hoffe auf ganz viele blaue Herzen. Ich habe ja immer noch den Dings dabei. Und ich hole mir das jetzt nur über ihn hier. Weil wenn ich jetzt hier Bomben schmeiße, ich glaube, das geht schief. Das ist nicht die... Ja. Da kommen schon die ersten Kollegen, die ich brauche. Wollte ich nicht. Okay, blaue Herzen. Kann ich das dann doch so machen ein bisschen? Ja, kann ich so machen. Okay. Ich will nicht nur Geld. Geld kann hier... Das Geld kann hier drin bleiben. Ich wollte ein paar... Scheiße. Ich wollte ein paar mehr blaue Herzen. Okay, wir gehen das mal wieder raus. Ah, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir wieder hoch. Okay, ist hier ein Tinted Rock zufällig? Nee, ich pfeffer mal Bomben da rein. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Crawl Space. Aber auch den sehe ich hier nicht. Scheiße! Das mit den Bomben war nicht gut! Also normalerweise wahrscheinlich schon, aber durch diesen Zusatzeffekt, dass ich alles in alle Richtungen verteilen kann. Ja! Durch diesen Zusatzeffekt passieren leider sehr viele unschöne Dinge und dadurch, dass ich noch so einen hohen Bombenradius habe. Das sind alles Kombinationen, die das hier nicht begünstigen. Da lege ich ja lieber fast die Bomben. Harawas. Soll jetzt der Roboter erledigen? Ich hab keinen. Das ist mir zu riskant hier. Scheiße, ey. Geht er weiter runter? Nee, ja komm. Wird schon nicht in alle Richtungen. Okay. Genau, ihn gibt's ja auch noch. Mann, es ist. Oh, es ist kacke. Oh, ist das kacke. Mit den Explosionen. Das ist echt... Oh mein Gott. Oh, irgendwas, was mir... Ich bin komplett erledigt. Ich brauche irgendwas, was mir hilft. Mit diesen Explosionen klarzukommen. Oh, shit. Ja, Hapier ist natürlich gut. Okay, da muss ich jetzt mal einen reinknallen. Oh, ich hatte so Bedenken. Ja, der trifft mich. Kann es nicht ändern. Am HP ab. Ja, gut. Wir haben eh keine Karte. Das ist in Ordnung. Lul. Toll. Ganz fantastisch. Oh, scheiße. Was mache ich hier nur? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja. Was soll ich tun? Irgendwohin musste ich schießen. Jetzt holen wir uns erstmal wieder Herzen. Wenn ich richtig liege... Ja, genau, waren hier Herzen. Das hier, dankeschön. Alter! Das müsste funktionieren, ohne getroffen zu werden. Und auch ohne selber schießen zu müssen. Sehr gut. Mach dein Ding, Kollege.
Und dann macht der Fuß seinen Rest. Oder du. Okay, der Fuß macht den Rest. Okay, nice, hier liegen Herzen. Sehr gut. Oh, Vorsicht, gefährlicher Raum. Ich wollte ihn halt schnell loswerden. Ach, verdammt, dass ich mal getroffen bin. Scheiße. Aber wir finden auch keinen neuen Bossraum, ne? Oh, Scheiße. Okay, Herz ist gut. Zwei Bossräume. Ich setze mal vorsichtig hier Bomben rein. In der Hoffnung, dass da irgendwas rauskommt, aber... Okay, wir wissen, dass Delirium in einem 2-Kreuz-2-Raum drin ist. Wie hoch bin ich jetzt gelaufen? Bin ich am Rand? Kann hier oben Delirium sein oder kann Delirium nach rechts gehen? Wait! Hier grenzt... Nee, hier grenzt kaum Raum. Okay, hier könnte Delirium sein vom Raum her. Da würde hinpassen. Okay, nach oben könnte auch. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich jetzt in Delirium reinrenne, dann habe ich Pech gehabt. Okay. Okay, das Item nützt mir leider gar nichts. Das hilft mir leider überhaupt nicht, tatsächlich. Wir haben so viele Bomben, ich spreng mal ein bisschen was. Vielleicht habe ich irgendwo Glück. Kein Glück. Aber es liegen hier Herzen rum noch zusätzlich, das ist okay. Wenn hier drüben Delirium ist, es wäre möglich, das ist das Problem. Hier würde ein 2-Kreuz-2-Raum hinpassen, ne? Wir gehen es mal kurz nochmal durch. Nach oben ging es da ja nirgends, ne? Nee, hier ging es auch nicht hoch. Hier ging es erst wieder hoch. Und da ging es nicht rüber. Da würde ein 2-Kreuz-2-Raum hinpassen. Ich würde den erstmal auslassen. Ich würde den erstmal auslassen. Okay, ich muss jetzt mal eben schnell die Schüsse loswerden. Dass ich mich hier in Ruhe umgucken kann. Hier ist ab. Hierophant. Oder Hierophant. Sehr nice. Jetzt muss ich halt echt aufpassen, dass ich nicht öfter genug getroffen werde. Ich würde halt in den Bossraum gehen, wenn ich mein Herz wieder voll hätte. Aber das würde ich gerne erstmal schaffen. Okay, hier können wir eigentlich einfach durchlaufen. Ich bin zu langsam. Willst du mich verarschen? War ich gerade ernsthaft zu langsam für den Quatsch? Oha. Kein guter Raum. Komm, Fuß, wo bist du? Ah, das war risky. Okay, Fuß macht hier das sein Ding. Ich hab Angst. Danke. Oh, I bring war. Ach du Schande, wohin bin ich jetzt gelandet? Hangman brauchen wir nicht, aber jetzt habe ich eh gerade keine andere Dings mehr dabei. Oh, wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt lang? Sollte die Dinge damit kaputt machen, weil die können ja natürlich hier Sachen mir mitbringen, die mir was nützen würden. Na komm, machen wir auf 99 hoch. Ja, hier ist schon der Weg richtig. Jo, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der hier ist. Jetzt darf ich nur nicht loslassen, sonst sprenge ich hier alles in die Luft. Warte mal, das machen wir anders. Okay, wir machen es nicht anders. Wir haben es eh schon das HP abbekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. Echt gut, dass der hier ist. Jetzt muss ich aufpassen. Das ging vorhin richtig schief. So ist besser. Okay. Das war der Raum hier. Da habe ich es liegen lassen. Grundsätzlich würde ich natürlich das neue Trinket mitnehmen für den Kampf. Aber im Moment würde ich den anderen noch mitnehmen. Ist halt jetzt die Frage... lass mich ganz kurz
ganz kurz laut denken, ist halt jetzt die Frage, inwiefern... Ach nee, das ist das Falsche. Nee, ist das Falsche. Ich will das gar nicht mitnehmen. Alles gut. Ich will das mitnehmen. Passt schon. Alles gut. Oh, ich hasse solche Räume. Ganz gefährlich. Okay, würde das den Effekt aufheben? Ich setze es einfach ein. Nein, okay, cool. Scheiße. Bin ich da reingelaufen. Okay, hier ist schon wieder so ein Raum, der locker auch Delirium sein kann. Wir haben jetzt schon zwei Räume, die potenziell Delirium sein können. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben jetzt zwei Räume, die Delirium sein können, weil auch hier ging es nach oben. Nee, da ist auf jeden Fall ein 2x2 Platz. Scheiße. Okay, da ist kein 2x2 Platz. Den würde ich ausprobieren, den Raum. Und oh mein Gott! Und hoffen, dass wir jetzt hier nicht in Delirium reinrennen. Weil hier unten ist ein Raum. Hier unten ist auch kein... Oh, scheiße. Es könnte auch Delirium sein. Wir probieren es aus. Okay, Forsake. Ja, das will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn ich da die Bomben durchpfeffer. Oh Gott. Einfach noch mehr Bomben. So. Anträgern. Der ist zu schnell, ne? Okay, so geht's. So kommt man raus. So kommt man rum. Nein, ich will nicht gesprengt werden. Was ist das? Hier, wo ist noch einer? Da unten springt er rum. Gut. Der ist noch da. Ah, ich bin einfach rein. Ich bin ja noch reingelaufen. Okay, aber rote Herzen kann ich mir problemlos zurückholen. Waren hier nicht. Hä? Waren hier nicht gerade noch rote Herzen irgendwo? Hä? Und ich habe schon wieder meine Karte liegen. Wo hab ich jetzt wieder meine Karte falsch hingelegt? Nicht doof? Ach, ich. Hä? Nee, ich bin doof. Passt schon. Alles gut. Also es ist... Oh mein Gott. Genau genommen ist nichts gut. Wheel of Fortune. Okay, das ist nice. Das werden wir gleich mal einsetzen, wenn wir hier den Raum gemacht haben. Ich mache den Raum nur ganz vorsichtig jetzt. Ganz viele Hanged Man hier. Das nützt mir alles nichts. Wheel of Fortune könnte mir jetzt halt wieder mal die Chance geben auf Dings. Ist das schon? Haben wir den Raum? Nein, noch nicht ganz. Der Roboter erledigt noch den Rest. Okay, der erledigt, der Fuß erledigt den Rest. Ist auch in Ordnung. Tier ist ab. Rein damit. So, wo ist jetzt... Alter, wie viele Hanged Men sind denn hier? Wo ist jetzt meine Fortune? Da. Ich würde nur ganz gerne kurz einmal die Bomben wieder loswerden. Ja, nicht so. Das war blöd. Aber was soll's. Und hoffen, dass wir was Brauchbares bekommen. Ja, lol. Das bringt mir richtig viel. Außer ich kann noch ein zweites spawnen. Dann wird es mir natürlich was bringen. Was war Paralysis? Nein! Warum? Wieso explodierst du einfach? Das war zu bald. Too soon! Too soon! Scheiße.
Okay. Zwei Bomben setzen. In der Hoffnung auf schwarze Herzen oder sowas. Das ist nicht, was ich wollte. Okay. Auch da ist jetzt hier einfach eine Bombe, die soll der fressen und dann freut er sich eine Runde. So, tschüss. Ich muss halt jetzt echt kämpfen, ohne meine Hauptwaffe einzusetzen. Es ist so frustrierend. Ah, das mit den Bomben war die dümmste Geschichte mal wieder überhaupt. Das macht einen zufälligen Würfeleffekt, ne? Ich könnte mich komplett rerollen lassen. Ich könnte mich meinem Treffer komplett rerollen lassen. Es gibt einen zufälligen Würfeleffekt. Also es ist auch der... Sag schnell. Auch der Effekt eben möglich, dass ich komplett rerollt werde, ne? D6, D20, D8 oder D12. Ich glaube, der D8 rerollt mich komplett. All of your stats? Nee. D12. Nee, rerollt die Rocks. D6 ist nur das Item-Reroll-Ding. Ich glaube, die rerollt mich doch nicht komplett. D20 ist doch alles auf dem Floor. Ja, oh, der rerollt mich doch nicht, dieses Ding. Ups, okay. Okay, der rerollt mich doch nicht. Na, nützt mir das nichts. War so eine Idee. Aber dann nicht. Aber solange wir weiter HP abfinden, ist es ja auch cool. Also sollten wir es tatsächlich noch schaffen, durch das Untersuchen dieser ganzen Ebene, wie lange ich jetzt wieder hier drin bin, ne? Aber sollten wir es schaffen, durch das Untersuchen dieser Ebene, nachher... Komm, schieß ihn ab. Danke. Nachher noch mehr HP abzufinden, wäre es ja auch schon mal ein Teilerfolg. Wo ich Steine sicher sprengen kann, da würde ich dann auch... Oh. War der... Was war bei dem jetzt anders? Lass mich kurz nachgucken. Locust Offer Mine. At the start of each room you spawn a yellow attack fly which will target a nearby enemy, deal double your tier damage and apply a slowing effect to it. Achso, das ist einfach nur eine Fliege, die das macht. Ah, ja, okay. Nützt mir nichts. Alles gut. Also, so gesehen ist nichts gut, aber ja. Ne? Weißt du schon. Wollte ich nicht, aber ist okay. Ist okay. Nichts passiert. Oh, Strange ist auch nice. Zweimal Strange. Nützt mir leider nichts. Ich kann es nur einmal mitnehmen. Aber immerhin. Ein Herz mehr für den Kampf. Null. Okay. 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 Speed up. Komme ich schneller vor Bomben weg, wenn ich Glück habe. Also ist jetzt tatsächlich so, ne? Komme ich schneller vor Bomben weg, wenn ich Glück habe. Wäre gar nicht mal so doof. Wäre gar nicht mal so doof. Gefährlicher Raum. Aber solange ich da drüben nicht irgendwie automatisch reinrenne, ist alles okay. Wir könnten eigentlich sogar hier einfach die Bomben durchschießen. Ability hat man noch nicht. Ach nee, Range Up hat man schon mal. Ist okay, nehme ich mit. Da ist ein neuer Bossraum. Aber auch der... Oh Gott. Ja, auch der könnte natürlich jetzt wieder alles mögen. Oh, okay. Das ist auch nice. Das ist auch ein nices Item. So, aber auch hier könnte Zillium sein, weil... Ja, es spricht nichts dagegen. Ich habe zu viele Räume, wo er ziemlich sicher sein könnte.
Heieiei. Aber ich will jetzt noch nicht in Delirium reinrennen. The Stars nützt mir nichts. Ich will noch Herzen eigentlich sammeln, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich bin gerade lost. Okay, ich setz mal hier eine Bombe. Ich setz mal hier eine Bombe. In der Hoffnung, dass da noch... Okay, erstmal ein Item. Ein Herz. Ich wollte eigentlich noch mal in den Raum, wo ich die ganzen Kackhaufen gesetzt habe. Ja, ich komme mit... Ja, lol. Okay. Komm mit in der... Irgendwo hier war der. Ja, genau. Dann machen wir da jetzt noch den Rest kaputt. Ja, jetzt sammle ich halt mehr Herzen ein, als ich tragen... mehr Geld ein, als ich tragen kann. Das ist eigentlich das, was ich nicht wollte eben. Das Problem ist halt auch... Oh, wollte ich nicht! Oh Gott. Aber es kommen halt leider keine blauen Herzen raus. Ja... Passiert leider nur sehr selten. Dann hier noch die kaputt machen. Da haben wir noch ein paar welche. Aber ich würde mich freuen, wenn wir noch die anderen Bosse finden würden. Kriegst du die da oben auch noch kaputt? Nee? Doch? Okay. Naja, es hat leider nichts gebracht. Aber es ist ein guter Raum zum Aufladen. Fishtail. Ja, also zum Aufladen ist es ein guter Raum. Wenn ich immer getroffen werde, kann ich dahin zurückgehen. Aber ich glaube, so langsam haben wir alles gesehen, ne? Wir haben, glaube ich, wirklich langsam alles gesehen. Dann muss ich jetzt wieder irgendwelche Bossräume ausprobieren. Wo waren denn Bossräume überhaupt noch, die ich noch nicht benutzt habe? Ah, wo sind denn noch Bossräume? Drüber nicht. Oha. Also ich weiß, die da oben, da war noch dieser eine, wo ich gesagt habe, da geht's rechts, könnte Dings sein. Aber es gibt jetzt halt so viele Möglichkeiten. Hier oben war das, ne? Ja, hier hoch. Irgendwo hier hoch. Genau. Wir können mal hier sprengen und ich glaube, wenn hier jetzt der Geheimraum ist, könnte da den... wir werden sehen. Okay, kein Delirium. Noch kein Delirium. Stattdessen noch ein Item. Ein weiteres Item für uns. Wir sind gespannt, was wir kriegen. Yo, die Revenge Fly ist auch nice. Die macht schon mal zusätzlich Schaden. Sehr gute Geschichte. Sehr gute Geschichte. Mehr HP wäre halt nice. Wie auch immer, aber mehr HP wäre halt nice. Kannst du mal rüber da gehen? Was ich noch gar nicht gemacht habe, ist hier in der Mitte zu sprengen. Aber ist, glaube ich, riskant, weil dann komme ich da nicht mehr, kann ich die nicht mehr so antriggern, die Dinger, ne? Aber wir machen es mal. Vielleicht ist da ja was. Na, leider ist da nichts. War hier oben auch noch ein Raum eigentlich? Hier war ein Bossraum, aber da war ich drinnen, ne? War ich hier drin? Nein, war ich nicht! Das war nicht, was ich wollte. Nee. Ich spreng schon genug. Oh ja, nice. Ich spreng schon genug. Ich muss nicht auch noch durch Treffer jetzt Bomben spawnen. Das ist, müssen wir nicht haben. Da waren wir drin, ne? Genau. Ja, ich glaube, so langsam haben wir dann auch alle Bosse durch. Es bleibt fast nur noch Delirium übrig. Mehr Herzen werden es nicht mehr. Jetzt bin ich auch schnell genug. Jetzt komme ich hier einfach weg. Ja, mehr Herzen werden es nicht mehr. Ich kann auch versuchen, ein bisschen zu sprengen, ein bisschen auf Crawl Space zu hoffen. Sowas kann ich noch machen. Weil wir haben halt nur mal Bomben. Warum nicht aufbrauchen? Und alles nutzen, was geht, ne?
So, jetzt, und dann müsste ich mich für ein Trinket entscheiden. Mit dem Kackhaufen gehe ich auf jeden Fall nicht zu Dings rein. Das wäre ja Quatsch. Was war dieses Itchy-Ding hier? Was kannst du? Was kannst du? Wo bist du? Da bist du. Spawn a friendly attacks by the while in hostile room with enemies. Naja, das nützt mir nicht so viel. Was lagen sonst noch so für Trinkets rum jetzt in der Ebene? Diese fragmented card. Gives you another secret room on each new floor. Ja, das nützt mir jetzt hier auch nichts mehr. Ansonsten waren halt diese Flies noch waren noch da. Die bringen mir dann auch nichts weiter. Ich glaube, andere Trinkets wüsste ich jetzt gar nicht, dass hier noch welche rumfliegen. Ich glaube da, nee, kann mich jetzt nicht erinnern, dass noch irgendwas anderes rumgeflogen ist. Nee, ich glaube nicht. Ja gut. Ja gut, gehen wir mal weiter. Waren wir hier oben schon? Nein, waren wir noch nicht. Nochmal eine Bombe. Waren wir hier drüben dann schon drin eigentlich? Waren wir auch noch nicht. Nochmal The World. Okay, können wir hier auch nochmal sprengen. Schade. Waren wir hier dann? Ist da vielleicht ein Tinted Rock dabei? Es ist mir egal, ob da ein Tinted Rock ist. Ich spreng alles. Komm, Qual Space. Qual Space. Komm schon. Okay, das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Yo! Wir haben was freigeschaltet. Wir haben einen Erfolg. Wir haben einen Erfolg. Ist mir egal. Wir haben einen Erfolg. Wir haben einfach einen Erfolg. Oh, hier waren wir auch noch nicht drin. Ich weiß nicht, was es jetzt freigeschaltet hat, ne? Aber wir haben was freigeschaltet. Was will ich denn mehr? Yo! Mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten, Dinge zu bekommen. Das war jetzt Quatsch, aber ist egal. Ah, das Ding klebt mir die Familias fest, ne? Dass ich so... Ja, genau, das klebt die so fest. Aber das ist, glaube ich, nicht so genial. Das lassen wir lieber. Okay, der Ringwurm nützt mir, glaube ich, auch nichts in dem Fall. Sprengen wir hier noch. Okay. Was war dann in dem Raum hier eigentlich? Ah, da waren wir dann drin. Ah, okay, dann haben wir hier den Kreis jetzt voll. Okay, interessant. Das Lustige ist, ich weiß jetzt schon überhaupt nicht mehr, wo es noch lang geht. Ich glaube, hier haben wir jetzt zwei Bossräume. Ne, hier haben wir einen Bossraum da hinten. Ich glaube, das hier wird Delirium sein. Ich gehe jetzt rein. Scheiß drauf. Ja. Of course it is Delirium. So, die Frage ist, ich könnte im Prinzip einfach mal warten und gucken, was passiert. Während ich hier einfach ausweiche, nimmt er ja Schaden konstant durch Dinge, die passieren automatisch, ne? Aber ich meine, das Schöne ist auch, die Fläche hier ist halt recht groß. Selbst wenn ich hier Bomben verteile, kann ich eigentlich recht gut weglaufen. Das habe ich noch gar nicht so bedacht. Na, selbst wenn ich hier Bomben verteile, kann ich recht gut weglaufen. Ja, so nicht. Aber wir machen böse Schaden. Wir machen böse Schaden bei ihm. What the heck? Warum ist die Musik zu Ende? Hä? Klang wie geschafft, aber... Oh, warte, Hilfe! Kollege, was ist mit dir? Kaputt? Haben wir ihn? Oh mein
Gott, was ein One. Ich hatte viel zu viel Bedenken wegen den Bomben, aber dadurch, dass die Fläche so groß war und ich den Speed-Up hatte, war das sogar voll gut. Was ein Run! Und wir haben gerade ewig viel Zeug freigeschaltet. Holy shit. Das erste Mal, dass wir Delirium besiegt haben. Der erste Delirium-Sieg. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Aber das mit den Bomben war... Ich hab mich ewig jetzt in Void aufgehalten, weil ich echt Schiss hatte. Ich glaube, es war schon richtig, dass wir uns ein bisschen umgeguckt haben in Void, ne? Da haben schon jetzt nochmal einige Items, die wir gesammelt haben, hier auch zum Erfolg beigetragen, würde ich sagen. Auch vor allem das Prism-Ding. Das Prism-Ding hat nochmal für viel mehr Bomben gesorgt. Die haben nochmal viel mehr Schaden gemacht. Das war schon auch super, super nützlich. Boah... Ja, das haben wir schon mal gesehen, als wir schon mal Delirium besiegt haben, aber damals war es halt noch ein Run, wo wir, der nicht gezählt hat, weil wir einfach, es war einfach ein Rerun sozusagen. Heieiei. Boah, ey, krass. Was ein Run. Alter Schwede. Jetzt gucken wir mal nochmal gut nach, was wir jetzt alles bekommen haben. Was hat drei Sachen hat's freigeschaltet. Ich meine, einmal natürlich das Item für wahrscheinlich das erste Mal Delirium besiegen, dann das Item für Azazel besiegt Delirium und dann noch irgendein Item. Keine Ahnung, was es noch war. Wir werden es gleich sehen. Mein Gott. Aber allein der Start von diesem Run, wenn wir nochmal zurückdenken, wie dieser Run angefangen hat, ne? Der war schon insane. Die erste Ebene war einfach unfassbar gut. Die erste Ebene war einfach unfassbar gut. Also so eine erste Ebene, das ist... Krieg ich so schnell nicht mehr. Ja, Dark Princess Crown. Delirious selbst. Und Lil Delirium. Okay, alles klar. Drei neue Items sozusagen. Vielleicht war auch eins davon Trinket. Kann durchaus sein. Yo, wir haben Delirium besiegt. Unfassbar. Damit haben wir jetzt bei Azazel auch noch ein Delirium-Symbol. Ah, nee. Gibt's für Delirium gar kein Symbol? Oder bin ich doof? Nee, für Delirium gibt es kein Symbol. Ja gut, dann haben wir kein Symbol für Delirium. Ist auch in Ordnung. Ich dachte, dafür gibt es ein Symbol. Dann gibt es dafür halt kein Symbol. Okay. Mich würde nach wie vor diese verblödete Tür interessieren, ne? Mit der wir nicht wissen, was wir anfangen sollen, aber ich weiß es halt nicht. Ja, dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht gehen wir jetzt wirklich mal mit verschiedenen Charakteren Richtung Delirium, dass wir da mal gucken. Vielleicht kriegen wir dann auch mit der Zeit einfach raus, was die anderen Sachen sind. Aber man weiß es ja nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Tja, mit Lilith haben wir bisher nur... Mit Lilith haben wir noch nicht einen normalen Run geschafft. Das ist nicht gut. Holy shit. Da müssten wir auch mal reingehen in die Masse. Aber mit Keeper haben wir auch bisher nur einen Greed Mode geschafft und das war's. Ach du Scheiße. Was habe ich mit Lost eigentlich geschafft? Okay, zumindest einmal bis zur Chest. Junge, 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 Junge. Ja gut, es gibt viel zu tun. Mal sehen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.